Hallo Leute, recht herzlich willkommen auf dem Kanal. Wir sind hier in Floto unterwegs. Wir hatten hier die LKW-Geschichte letztes Mal schon angesprochen, dass wir die vielleicht von hinten erschließen sollten. Und das, denke ich, werden wir jetzt auch machen. Ich werde gucken, dass wir hier irgendwie was hinkriegen, dass da mehrere Halte sozusagen sind, ne? Weil irgendwie klappt das hier gerade nicht. Der LKW, der fährt jetzt hier tatsächlich rein. Ich würde jetzt mal schauen, dass wir hier vielleicht was aufschütten oder sowas und da schauen, dass wir das von der Seite erschließen. Ne? Dann ja, würde ich sagen, bis gleich. So, hier geht ja eine Straße rein. Das würde bedeuten, ich werde jetzt hier Baumaßnahmen betreiben, die da uns das Land dementsprechend voranbringen. Und ich glaube, wir machen das tatsächlich ein bisschen größer. Ja, wie kriegen wir das am geschicktesten hin, ne? Ja, wir haben jetzt einiges aufgeschüttet. Müssten wir eigentlich so hinkriegen, oder? Bauen wir mal die Straße da gerade hin. Wird es Sinn machen, das so zu tun? Der war jetzt fast über sozusagen, glaube ich, oder? Wir machen es so, geht auch. Und achso, jetzt machen wir mal so, so und so. Jetzt müssen wir die die Ladeboxen dahin stecken und aufpassen, dass wir keinen neuen Dingens halt machen. Machen wir aber nicht. So hat es dann jetzt geklappt, oder? So, jetzt ist die Frage, wo fahren die hin? Wir müssen erstmal hier noch so ein Teil da einstellen, denke ich. So ist wohl richtig. So, der erste LKW fährt tatsächlich... Nein, fährt nicht dahin. Ich dachte schon. Das wäre ja auch zu cool gewesen, ne? Wenn die von selber denken. So, Post-LKW ist hier jetzt. Floto, Post... Post, Waldeck, Floto. Ja, den können wir doch schon mal ändern dann, ne? Welche Fahrzeuge sind denn drauf? Fahrzeugliste. Alles nur Post-LKWs. So, die Post-LKWs kriegen jetzt dann den halt gesetzt, ne? Und der kommt dann weg. So, das sollte bedeuten, die fahren jetzt alle woanders lang. Hoffe ich. Wenn die da woanders lang fahren, könnte es dann sein, dass wir das ein bisschen entzehren hier. Hoffe ich auch. Weil die fahren ja jetzt nicht hier noch lang, sondern fahren da lang. Gucken, ob der das schon macht. Nee, macht er nicht. Ja, da müssen wir jetzt mal schauen, welcher da sich als erstes bemüht, nicht da reinzufahren, ne? Weil dann sind hier schon mal die Post-LKWs raus. Die können dann hier lang fahren. Ich weiß jetzt nur nicht, welche das jetzt schon geschnallt haben. So, hier fährt der erste jetzt rein. Keine Ahnung, woher der kam, aber der ist schon mal auf einem guten Weg. Jetzt ist die Frage, wo fährt er denn jetzt weiter lang? Fährt auf jeden Fall geradeaus, eine entspanntere Route und fährt jetzt wohin? Das weiß ich jetzt natürlich nicht, ne? Jetzt müssen wir mal schauen, dass wir das irgendwie hinkriegen. Und ja, der fährt, ach, der fährt hier unten lang, okay. So. Das war der erste von fünf. Also der Stau ist noch bis hier um die Ecke. Geht auch noch bis dahin. So, LKW-Anlieferung. Was ist denn das für ein LKW hier? LKW Eierfloto. Gucken wir mal, LKW Eierfloto. Sind zwei LKWs drauf und die fahren wohin? Floto Geflügelhof, Floto Bäckerei. Oh, die fahren gar nicht hier unten lang. Die müssen aber hier lang, weil es da hinten keine Straße gibt oder was? Sieht so aus, ne? Aber der Eierhof ist doch hier, oder? Bäckerei. Vielleicht sollten wir hier mal eine Straße lang bauen, dann müssen die sich nicht da unten durchquälen, ne? Das ist vielleicht eine Alternative dann. Geht das jetzt hier so, da einfach drunter her?
Oder ist dann die Straßenbahn weg? Nee, die Straßenbahn ist nicht weg. Jetzt müssen wir mal gucken, ob die Eier da lang fahren. Wäre zu hoffen. Ist das da auch ein Eier-LKW? Das sind Backwaren, okay. Und die Backwaren? Sonnenhausen, Floto Bäckerei, Sonnenhausen Discounter. Okay, das ist irgendwo anders. Aber der erste LKW nimmt schon mal diese Straße an. Das ist schon mal gut. Das waren die Backwaren, ne? Okay, der fährt also auch nicht mehr hier unten noch durch. Vielleicht kriegen wir es dadurch ein bisschen entzerrt. Hier, meine ich, bewegt sich es ein bisschen mehr. Aber die Schlange steht immer noch hier. Mal gucken, wie es weitergeht. Also hier sind jetzt momentan erstmal vorne nur Busse. Das ist auch schon mal gut. Hier fährt schon ein Post-LKW woanders lang. Ich weiß immer nicht, hier sehe ich gerade einen Post-LKW. Ist das da auch noch einer? Ne, das ist ein Bus. Wo die Post-LKWs langfahren, weiß ich gerade nicht. Auf jeden Fall kommen sie jetzt hier unten. Ah, die kommen hier lang. Genau. Aber der fährt jetzt da hoch. Keine Ahnung warum. Wahrscheinlich wusste der noch nicht, dass hier unten der Halt jetzt ist. Oder hat er einen anderen Halt? Nee. Der hat da auch entladen. Ist jetzt aber nicht ein anderer Post-LKW, ne? Ah, jetzt habe ich einen Stadtbus erwischt. Das ist gar nicht der LKW hier. Post lauter Sonderhausen Flote, okay. Alles veraltete LKWs. Das ist jetzt die Linie, ne? Warte mal, dann können wir den doch hier hinschicken und den da rausnehmen. Dann müsste es wieder passen, ne? Dann fahren die auch da lang. Hier ist Poststelle. Ich hoffe, die fahren dann auch hier unten lang. Gut, das können wir noch offen lassen. Da oben fährt jetzt wieder ein LKW. Das sind wieder die Backwaren. Die fahren hier oben lang. Ich habe sie aber leider nicht kommen sehen. Das sind die Eier, ne? Ja, die Eier fahren wo lang? Fahren auch hier oben lang. Das ist schon mal besser. Oh Gott, die stehen bis hier. Da müssen wir mal gucken, wo die jetzt alle langfahren. Ne? Das Doofe ist, ich sehe nicht, wie sie reinkommen. Zuckerrüben-Waldeck. Floto. Warte, wenn das Zuckerrüben sind, dann müssen die ja hier rechts langfahren, oder? Warum kommen Zuckerrüben dann hier mit so einem LKW sowieso angeliefert? Mach das nochmal auf. Wo ist denn das? Ist irgendwie... Okay. Weiß ich jetzt auch nicht, ne? Macht das Sinn, dass die da lang fahren? Was Sinn machen würde, wäre, dass sie hier lang vielleicht fahren. Vielleicht können wir denen das beibringen. Geht das da drunter her? Ja. Man hätte natürlich auch die andere Straße nutzen können, fällt mir gerade so auf, ne? Wieso will denn der da nicht hin? Ist die Frage, ob die Zuckerrüben-LKWs jetzt woanders langfahren. Dann wären die auf jeden Fall da auch raus. Jetzt ist noch die Frage, wo einer ist. Lass uns die Lupe wieder anmachen. Die stehen ja hier noch im Stau, oder? Ich sehe gerade keinen, doch da. Das sind die Zuckerrüben. Dann lassen wir uns die Zuckerrüben beobachten.
Das ist ein Post-LKW, aber aus der falschen Richtung. Ah, die Post ist sowieso fest, wenn die da in der Stadt nicht fährt, ne? Hier ist jetzt ein LKW, der Post fährt. Post Waldeck Floto. Okay, der fährt nur da und da. Der fährt also diese Strecke und fährt natürlich auch nur da hin und her. Das passt dann schon erst. Hier oben ist jetzt noch ein Post-LKW. Und hier oben kommt auch gerade einer reingefahren. Gute Frage, wo die alle her und hinfahren, ne? Wo ist der Zuckerrüben-LKW jetzt? Der Zuckerrüben-LKW fährt hier lang, okay. Jetzt weiß ich nicht genau, wo die Zuckerrübenfabrik ist, ne? Wenn die natürlich hier oben steht, ist die das? Na klar, ist die das. Dann war die Straße da unten für die Katz, würde ich sagen. Würde nur mit einem Wegpunkt funktionieren dann. Naja, jetzt lasse. Obwohl sie uns viel Geld kostet wahrscheinlich. Floto-Bäckerei ist überfüllt, ja. Was liegt denn hier zu viel? Backwaren? Mehl. Mehl soll zur Schmiedehafen, wow. Aber das könnte dann ja sich entspannen, wenn das besser aufgeteilt hier ist. Aber zurzeit sieht das nicht so aus. Da stehen die Busse jetzt nur noch Schlange, oder? Ne, da sind auch noch LKWs, oder? Palettenstückgut. Mehl, guck, da ist das Mehl. Oh Mann, ey. Wo fährt jetzt hier die Zuckerrübengeschichte lang? Okay, die fährt da jetzt Kreisverkehr einfach aus dem Grunde, weil wir das dementsprechend geändert haben. Aber hier, ja doch, da steht wieder einer. Aber sie sind doch hier mehr am Rollen wie vorher, glaube. Also die Zuckerrüben konnte ich jetzt nicht verändern, einfach aus dem Grunde, weil die Zuckerrübenfabrik zu weit nördlich ist. Was macht unsere Post? Die steht da auf dem Weg. Floto-Durchgangsverkehr, auch cool, ne? Das war jetzt was? Hier, wo ist der denn jetzt am Fahren und warum fährt der leer? Wo ist denn der jetzt am Stehen hier? Ich sehe den nicht. Ach, da steht er. Warum steht der da? Warum fährt er jetzt hier lang? Ach, der fährt hier irgendwas holen. Weil hier das Mehl angeliefert wird, richtig? Bestimmt. Unser Hafen, der muss da hinten weg. Wir müssen den Hafen für Güter woanders hinsetzen wahrscheinlich. So, der hat nämlich jetzt das Mehl geholt und fährt das jetzt zum Hafen. Ne, zur Bäckerei. Okay. Muss natürlich die anderen Straßen alle kreuzen, ne? Das ist der Hammer. Ja. Kann man diese Straße denn hier durchmachen? Das müsste doch gehen, oder? Oder ist das in einer anderen Ebene? Schwer zu sehen hier, ne? Ich sehe jetzt aber keinen Höhenunterschied, oder? Kann man das gucken? War das nicht Bild ab und Bild hoch für... Ne, das ist reinzoomen. Ist das mit Shift gewesen? Ne, da muss man irgendwo was umstellen, was ich jetzt aber lieber nicht machen will. Ach, da ist eine Bushaltestelle, deswegen geht's nicht. Da. Hat sich deswegen erübrigt, okay. Der fährt dann da lang. Würde etwas entzerren, wenn man es hier lang fährt? Oh, weiß ich nicht.
Verkehrsplaner oder wie heißen die Leute, die das machen? Also hier stehen immer noch ganz viele LKWs und sowas mit rum. Backwaren und Südfrüchte. LKW, Backwaren, Südfrüchte. Zwei Fahrzeuge drauf, die wo wegfahren? Zur Bäckerei fahren. Aber warum fahren die nicht hier oben lang, wenn die zur Bäckerei wollen? Weil die Straße noch nicht kennen, kann das sein? Also hier steht schon mal keiner. Das ist schon mal kürzer geworden. Wir stehen jetzt nur noch hier. Das ist schon mal definitiv besser. Sind alles Busse, die da allerdings... Nee, da ist immer wieder noch ein LKW. Aber das ist, glaube ich, der LKW, der, sag schon, da lang muss. Mit dem Mehl. Das ist ja der, der von Floto Bäckerei nach Alacher Straße fährt. Das ist hier. Weil hier das Mehl angeliefert wird. Ja, der kann da, der muss da lang. Und der dann wahrscheinlich auch. Das ist auch der Mehl-LKW. Aber hier fährt jetzt definitiv ein anderer mit den Eiern lang. Das ist schon mal gut. Aber jetzt stehen sie wieder hier schon. Da sind jetzt einfach zu viele LKWs drauf. Oder wie sehe ich das? Was ist das jetzt hier für ein Post-LKW? Warum nicht habe ich den? Natürlich habe ich den nicht. Nein, ich habe ihn immer noch nicht. Nein, das kann doch nicht sein. Ich will den Post-LKW haben. Jetzt habe ich ihn erst, ey. Floto-Durchgangsverkehr. Oh, das ist... Ah, der sitzt da mit drauf. Der sitzt mit auf den ganzen... Bussen. Und der Fahrplan läutet... Ja, wenn ich die jetzt hier lang fahren lasse, das bringt mir dann auch nichts, ne? Also das ist hier der große Tatzelwurm, der da immer steht, ne? Und hier ist die Abfertigung so schlecht halt. Kann man da auch noch was machen? Da würde die Schmiede ja dann auch noch sein, oder? Komm, lass mal eine Bushaltestelle dahin pflanzen. Fährt da einer rein, ist dann die nächste Frage. Wahrscheinlich nicht. Können ja mal schneller laufen lassen und gucken, ob da irgendwann einer anfällt. Aber ich glaube nicht, dass da einer anhält. Ne, die kennen die Stelle halt nicht, ne, weil die da markiert ist. Und da sind jetzt... Ja, wir können ja hier mal rüber gehen, ne? Die Verbindung anschlagen. Schrottplatz. Ach so, das ist... ich brauche die Linien, die Straßenlinien hier. So, Bäckerei, Hafen, Floto. Fahrzeuge, einer. Der kann doch definitiv den Halt woanders kriegen, ne? Der kann doch... Ach, da müssten wir da aber das umändern. Dann haben wir das da gerade falsch gebaut, weil das ist ja ein LKW, ne? Ja, kann ich das so umändern, oder... Ja, kann ich so umändern, gut. So, und dann kann der doch seinen Halt woanders hinkriegen, oder? Stopp dahin. Und den ausgetragen. Dann müsste der eine LKW auf jeden Fall schon mal hier hinfahren. Was ja auch bei der Entfernung absolut Sinn macht, ne? Aber ich sehe schon, Folge ist schon ziemlich lang. Jetzt müssen wir den einen LKW hier finden, dass der da reinfährt, ne? Da ist er.
Gut, wieder ein LKW weniger hier. Das ist ja schon mal nicht schlecht, oder? So, und die anderen kontrollieren wir alle in der nächsten Folge. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen mehr hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wer das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.